Hallo und willkommen zu einer neuen Aufnahme von Let's Play Great New Horizon zum immer den lieben Silence, der lieben Jenny. Hallöchen. Und dem Withernden Flame. Hallo. Was? Sehr schön, ich kann direkt aufschreiben, wie es geschrieben wird. Ja, das war's. Also ich habe gerade eine Hexe getötet, habe das gedroppt, musste gerade sein. Wie man hier sieht, es hat sich ein bisschen was geändert bei den Bienen. Wir haben die ersten paar Bienen auch fertig. Also, ja, Unvaried Diligence sind hier drin. Hier sind auch noch einen ganzen Haufen Bienen drin. Die züchten wir jetzt gerade nur hoch, dass wir von jedem zumindest einen Stack Drohnen haben. Gut, Rocky ist ein bisschen sinnfrei. Und genau, hier züchten wir noch so die nächsten Sachen. Also Esoterik, bla, wer sich das durchlesen will, kann gerne lesen. Das ist sozusagen die zweite Reihe. Ich kriege wieder Schluck auf. Cool. Also an sich haben wir es so gemacht, wir haben uns die Basisbienen alle zusammengesucht, haben geguckt, wie viele brauchen wir, also quasi was kann man damit alles züchten, in dem Falle jetzt Tolerant, Shadowed, Darkened. Mit Rocky kann man aber viel mehr kreuzen, warum haben wir hier nur drei Rocky drin? Also Tolerant geht nur damit, Shadowed geht nur damit. Darknet geht nur damit. Genau, Ebony haben wir, glaube ich, mit einer Valley gemacht. Valiant statt mit einer Rocky. Dann halt die Common und sowas. Also wir haben uns sozusagen rausgesucht, wie oft brauchen wir die Biene oder die Princess. Und haben uns dann dementsprechend alles hier zusammengesucht und geguckt, was können wir daraus schon kreuzen. Das heißt, als Beispiel für die Ancient, wir hatten eine Noble, eine Diligent. Eins von beiden haben wir als Princess genommen. Keine Ahnung, was von beiden, um ehrlich zu sein, gerade. Und das andere haben wir dann als Drohne genommen und damit züchten wir jetzt Ancient. Das heißt, wenn wir wieder eine rein haben, was bei der Imperial beispielsweise der Fall ist, werden wir die so oft züchten, wie wir sie brauchen. Das heißt, wenn ich jetzt hier grob überblicke, 10 Mal oder sowas, keine Ahnung. Also quasi alles, was nicht schon vorher da war. Die machen wir dann 10 Mal. Mit irgendwelchen Basisbienen. Das heißt, wir nehmen einfach die Basisbienen, packen immer wieder Imperial-Drohnen drauf, bis diese nur noch Imperial-Drohnen droppen. Dann kommen die hier rein und wir gucken, okay, was können wir damit jetzt weiter züchten. Und so geht es die ganze Zeit durch. Hier hinten haben wir einmal das Problem, dass die Marshy-Bienen, ja, denen ist es nicht feucht genug bei uns. Aber da müssen wir mal gucken, dass wir nächstes Mal vielleicht eine Lösung dafür finden und sonst einfach Wasserblock daneben sitzen, dachte ich. Feuchtigkeit ist tatsächlich das Biom, das ist Humidity. So, ach, und ja, ich nutze das Löschen, um die Drohnen zu löschen. Oder Cobble bei Mine oder sowas, weil, ja, wofür muss man die ganzen Drohnen aufbewahren? Genau, dann haben wir auch, habe ich letztes Mal überlegt, wie man die Bienen automatisieren könnte. Und da habe ich tatsächlich eine Lösung gefunden mit den Item Pipes und Conveyors. Das heißt, wir haben jetzt hier einfach eine Apiary. Die Drohnen gehen alle durch. Hinten wird es rausgesaugt und es wird quasi in die Drawer reingepackt. Kann ich ganz kurz zwischen was fragen? Warte ja. Ganz kurz. Flame, wo ist Sugarcane? Wir hatten doch Sugarcane. Wo ist es? In irgendwelchen Kisten. Das ist meine Antwort. Okay, gut, danke. Ja. Keine Ahnung. Am besten nächstes Mal eine Sekunde warten, wenn ich mitten in der Erklärung bin. So. Entschuldigung. Auf jeden Fall, die werden sozusagen rausgesaugt, dann in die Drawer reingepackt. Der nimmt immer den ersten möglichen Lagerplatz. Das heißt, es wird jetzt hier funktionieren, hier würden normal die Drohnen reinkommen, oben die Queen. Ich habe jetzt hier nicht gesperrt, da wir, die Bienen, die wir hier durchjagen, immer unterschiedlich sind. Deswegen ist hier auch Zucker drin für die Valiant. Und sozusagen hinten wird dann die Drohne und die Queen wieder rausgesaugt und wieder reingepackt. So, was möchten Sie? Ja, ich. Wo hast du die denn her? Lootbag. In Lootbag. Das ist cool. Da war eine Menge Lootbags. Request, wie du getriggert hast. Es ist related frame. Lifespan mal 0,9 und Mutation-Rate hoch. Ja, das Wichtigste ist ja die Apiary Chestplate. Bestimmt sogar. Ja, das ist ja eine Menge. So, auf jeden Links Fall. Links habe ich mehrere Combs noch eingezogen. Habe ich gesehen. Auch also einen ganzen Haufen Honig und sowas. Jo. Das ist super. Gut.
Ja, also and so it begins. Jenny hat irgendwann Quicksand gesammelt, da haben wir was getriggert. Yep. Und dann haben wir, genau, auf der Liste. Stimmt, wir haben ja die Liste. Ja, sehr geschehen. So. Auch wenn die, glaube ich, mittlerweile nicht mehr wirklich aktuell ist. Ja, wir haben hier bei den Bienen einen ganzen Haufen getriggert. Ich nehme die ganzen Sachen mal jetzt nicht an, weil ich den Kram nicht durchgelesen habe. Auf jeden Fall, da haben wir auch einen ganzen Haufen getriggert. Ja, wir haben so 3-4 Quests wieder getriggert durchs Farm. Ich bin jetzt ehrlich gesagt zu faul, alles im Detail durchzugehen. Aber eine Sache, die ich noch durchgehen wollte, sind die Bäumchen. Denn die Bäumchen haben sich gekreuzt. Hier bei den Silver Bilge sieht man es relativ deutlich. Genau, und hier sieht man auch, da ist so ein Punkt dran, der bei dem Block nicht ist. Der ist auch, und mit einem Grafter kann man es jetzt abbauen und man kriegt einen Sapling. Und mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit kriegt man da, genau, Common Beach Sapling raus. Und der Common Beach Sapling ist nämlich genau eine Mutation. So, und den müssen wir jetzt hier irgendwo noch mit aufstellen wieder. Ich bin gerade am Überlegen, was ich dafür abreißen könnte. Nehmen wir den hier einfach mal weg. So. Genau. Und wenn der jetzt wieder wächst, kann man theoretisch wieder, ja, neue Sachen züchten. Auch gut, ich habe Silverlime rausbekommen. Interessant. So. Genau. Und das gleiche kann man jetzt hier drüben auch noch machen. Und da kriegt man mit ein bisschen Glück halt auch was raus. Mit einem Grafter hat man eine garantierte Chance auf einen Sapling. Ansonsten ist das halt nur, wie man hier sieht, die ganz normale, ich sag mal, 50-50 Chance. Ich will die aber mal kurz einfach abbauen, weil ich zu faul bin, einen Grafter zu bauen. Ja, und habe hier leider nichts mehr rausbekommen. Ja, also man muss im Endeffekt eigentlich immer mit einem Grafter arbeiten, wenn man da was raushaben möchte. So, jetzt habe ich genug gelabert eigentlich schon. Nein, ich wollte nicht zu den Bienen, ich wollte nach Hause. Och, Manu. So, ihr geht da einfach mal rein. Ich wollte heute nämlich anfangen mit der chemischen Produktion. Dass wir die Plastikboards langsam anfangen. Flame ist übrigens bei dem Extruder dabei. Falls der Kommentar noch ein fünftes Mal, glaube ich, mittlerweile kommt. Achso, ja. Dass wir hiermit theoretisch die Rods halt effizienter herstellen können. War mir bewusst, ich hatte nur andere Sachen, die ich lieber machen wollte. Und Flame hat überall Blumentöpfe versteilt. Fragt nicht, warum. Eine Anspielung. Leckt es gerade? Ja. Bei mir nicht. Ja, dann hatte ich einfach nur gerade zweimal hintereinander Pech. Das Blumentöpfe sind eine Anspielung. Tobi müsste wissen. Genau. Wir brauchen noch einmal ein 4er Annihilated Copper Cable. Haben wir da zufällig noch was? Ich will endlich ein ME-System haben. Flame, mach mal. Nee, wir haben leider tatsächlich kein 4er Annihilated Copper mehr. Ja, und für die, die sich wundern, dass ich jetzt noch unproduktiver bin als eh schon. Ich hatte diese Woche Arbeitsbeginn nach dem Studium jetzt. Dementsprechend bin ich ein bisschen mit dem Kopf voll, um es mal so zu nennen. Weil das doch ein bisschen... Du hast ernsthaft auch Schilder verteilt? Nein, habe ich nicht. Hier arbeiten nur Verrückte. Wo bist du? Achso, das Schild ist schon alt. Das habe ich, glaube ich, letzte Woche Sonntag gesetzt. Ja, und wann haben wir das letzte Mal aufgenommen? Keine Ahnung, wann hast du das letzte Mal gespielt? Nach Sonntag. Ja, gut, das ist wahr. So, für mich. Nee, also deswegen bin ich ein bisschen mit dem Kopf tot, um es mal so zu nennen. So, ich glaube, das war 12. Nein, war es nicht. Und dazu bin ich auch ein bisschen am Kränkeln. So. Das ist mit... Okay. Ich will auch jetzt nur das mal 4er haben. Meine Güte. Das will ich haben.
Ah, Programm 24, fast richtig. Flame, weißt du, wo wir Sticky Resin haben? Hab ich, alles gut, hab ich gerade gefunden. Okay. wofür brauchst du das? Also brauchst du wirklich Sticky Resin oder irgendwas anderes? Sticky Resin. Okay. Weil wir haben auch einige Sachen, die können wir effizienter herstellen, anstatt mit Sticky Resin. So. Keine Angst, ich bin noch ein bisschen dumm. Ich kann das schon. Darum geht's nicht. Und dass du doof bist, wissen wir alle. Ich bin schon groß. Nein. Ey. Gut. Ist aber gemein. Ich weiß. Also, was brauche ich denn jetzt Schönes? Wir haben einen ganzen Haufen Apiaries noch gebaut. Ich glaube, da habe ich auch eine Quest getriggert, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, hier habe ich eine Upgrade Home Quest. Die habe ich tatsächlich auch getriggert, aus Versehen. Das Frames, you can now use your untreated armor. Oh, okay, die Frames sind tatsächlich multiplikativ, nicht additiv. Das heißt, wenn wir zwei Stück oder drei Stück drin haben, die mal 2 Output haben, haben wir mal 8 Output. Kein mal 6. Gilt dann auch für die anderen Sachen sozusagen. Wer verreckt da gerade? Ach, das ist oben. Achso. Also, ein davon. Da verreckt keiner, sondern das bin ich. Zweimal das. 2 davon. Habe ich nicht noch irgendwo Maschinenhals? Ich habe doch zu viel gebaut. Genau. 2 Glas. Ich glaube, wir müssen doch das hier die Kisten nochmal einmal wieder aufräumen. So, und was brauche ich noch? 2 davon sind drüben. Die Bronzerotoren. Flame, sag mal bitte, du hast den Extruder schon fertig und den Rotor-Shape. Ja, sicher, nein. Das ist aber schlecht, ich habe keine Lust, den zu bauen. Leider gerade die Case ausgegangen. Bin dran. Bist du jetzt fertig? Nein. Du bist zu langsam. Du kannst dich fragen, wenn das Kupfer und Aluminium wieder durchgeschmolzen ist. Ja, was willst du da dann durchschmelzen? Ach so, Aluminium Brass musst du machen, oder? Ja. Ah, okay. So, dann. Ich brauche eine Bronze-Schraube, die wir hier sogar noch haben. Da stirbt schon wieder jemand. Nein, ich habe oben Kaktus-Seeds dran und wenn ich jedes Mal vorbeilaufe, kriege ich eine gematscht. Ja, warum machst du das denn auch? Warte. Bestimmt, damit ich dich ärgere. Das würde ich dir sogar zutrauen. Nein, ist es tatsächlich nicht. Also gibt's effizientere Wege. Alles mit Pressure Plates auslegen. Oh, mir auch. Klick, 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 klick. Nein, einfach nein. Doch, doch, doch. Das macht Spaß. Dich genauso. Warum bist du eigentlich wieder so laut, Jenny? Es macht Spaß. So, wir haben anscheinend keine Bronzeplates mehr. Der Flame ist ja zu langsam. Grrr, dich selber. Ach, wer hat das Programm bei der Plate Bending geendet? Ich, weil ich das letzte Folge gebracht hatte. Yep. Danke dir. Du hast uns gerade jede Menge Bronze gekostet. Gar kein Problem. Dankeschön. Gerne wieder. Triple Bronze Plate. Okay. Kann man mal machen. Genau. Wir haben auch einen ganzen Haufen Tipps bekommen oder Anmerkungen, dass wir hier die Hopper doch gegen die Pipes und Conveyor Belts ersetzen sollen. Ich finde es tatsächlich so schöner. Und vor allem unten die Kisten, man hat sie getrennt. Das heißt, okay, ich weiß, hier steht die Wire Mill, das heißt, die Produkte für die Wire Mill, die wir auf Vorrat haben, stehen hier unten drinne. Das heißt, ich muss nicht immer gegebenenfalls erstmal
ich sag mal, übertriebenerweise stundenlang alle Kisten durchsuchen oder stundenlang die Kisten sortieren, bis ich dann tatsächlich mal das habe, was ich brauche. Deswegen haben wir es tatsächlich so. Gegenfrage, Schatzi. Ja. Hast du gerade was zu tun? Ja. Nein. Ach so, nein. Ah, schade. Ich hätte dir eine Aufgabe gegeben. Nein? Warum nicht? Weil ich mehr als genug zu tun habe. Du kannst ja was für mich erledigen. Nein? Ja, siehst du? Nein, das geht nicht. So, wir haben den Advanced Chemical. Irgendwas? So. Dann müssen wir, um hier unten hinzukommen, irgendwas machen, was ich nicht weiß. Effektiv. Ja, ich habe tatsächlich, glaube ich, gerade das falsch gemacht. Nee. 91 Oxygen Cells. Sag mal bitte, es gibt einen effizienteren Weg, das zu machen. Moscone will other electrons out of cassiterite sand, sugar from sugar canes or sugar beets. Water or various orange dust or something from brown or yellow lemonade. Okay, man kriegt den Kram auch aus Zucker raus. Interessant. So, mal kurz wieder schlafen gehen. Kisten glücklich, Kisten summen. Dein Ernst, Flame? Das hast du das letzte Mal sogar vorgelesen, als ich das geschrieben habe. Hast es einfach dran gelassen. Echt? Ja, ich dachte, du fandest, das ist eine schöne Beschreibung. Nicht so gern. Deswegen dachte ich, du hättest es dran gelassen. Alter, dein Ernst? So. Das Schild? Achso. Ich glaube, ich sollte mal erkunden gehen. Jo. Ich habe gerade Speed 3. Ja. Könnte auch gerne dauerhaft sein. Okay. Haben wir hier unten vielleicht noch Oxygen? Ich vermute eher nicht. Ne, haben wir nämlich nicht. Weil es alles zu Stahl wird direkt. Vielleicht sollten wir das mal kurz unterbinden. So. Zack. Weil ich brauche nämlich Oxygen. Und zwar sehr, sehr viel. Oder wir sollten uns wirklich mal überlegen, ob wir nicht unten die Anlage auch auf MV machen. Wobei ich da tatsächlich eher sagen würde, auf HV warten und dann direkt auf HV hochballern. So. Einfach weil, dann überspringen wir eine Stufe, die wir nicht unbedingt brauchen. Dir geht das Stahl aus? So langsam. Wir haben doch über 400 Stahl gehabt. Mann, ich brauche 5 Stahl pro Case. Ach du Schande. Guck die Rezepte überhaupt an, wenn du mir einen Auftrag gibst? Nö. Verstehe. Dafür bist du ja zuständig. Aber denk positiv, wenigstens ist es ehrlich. So, wo kann ich denn jetzt noch auf eine schnelle... Wisst ihr, ob wir irgendwo größere Mengen Zucker haben? Ja, unten beim... Also bei mir unten. Also Kaktuszucker und sowas haben wir. Nee, das ist Coal. Ja, wobei wir haben jetzt eh keine Dinge mehr. Ach, Mist. Zucker haben wir unten in der Küche. Ja, bringt mir leider doch nichts. So, wir haben keinen Zinn mehr. Ich habe da mal ein bisschen was benutzt. Da. Plate Bending, gib ihm. Ja, gut. Dann mache ich erstmal die andere Quest. Ethylen. Ethylen kann man aus Ethanol und Sulfuric Acid machen. Ethanol in a Chemical Dehydrator. Distillation. Nein, Cracking Naphtha.
Okay, es gibt ein Spreadsheet für Dragtech, interessant. Das heißt, ich muss es jetzt eigentlich aus Ethanol und Sulfuric Acid machen. So, Sulfuric Acid haben wir, glaube ich, irgendwo schon mal rausbekommen. Wir haben kein Lava mehr. Nee, haben wir nicht. Shit. Ich habe mich natürlich wieder bestens vorbereitet. Nicht. Gut, dann gehe ich erst die andere Richtung. So, Silicon Ingots. Die kann man machen aus Carbon Dust und Silicon Dioxide Dust oder Silicon Dust. Beziehungsweise kann man die daraus wirklich machen? Silicon Dioxide und Carbon Dust ist tatsächlich das Beste. Jetzt die Frage, wo kriegen wir am schnellsten Carbon her? Einfach Charcoal elektrolysen. Vielleicht haben wir sogar schon was. Carbon. Nein. Okay, heißt Charcoal. Oder Coal. Geht eigentlich beides. Elektrolysen da. Kriegt man auch jedes Mal zwei raus? Tatsächlich. Ja, gut. Weil wir haben hier nämlich so ganz minimal bisschen Silicon Dioxide Dust. So, 2, 3, 6. Ach, ich will ein Mehrsystem haben. Flame, mach mal schneller. Ja, bauen wir mal eins. Ja, ich glaube, wir sollten wirklich mal nach der Aufnahmesession jetzt mal ein bisschen, ich sag mal, gezielter hingucken. Dass wir mal schauen, wie man jetzt ME-System machen kann. Aber ich habe das Gefühl, wir werden das langsam echt brauchen. Oder, was heißt, wir brauchen es. Ich will es haben. Das ist ein Unterschied. Kann man Anfragen ablehnen? Nope. Hä, was für Anfragen? Abgelehnt. Was für Anfragen willst du ablehnen? Ja. Okay. Ah, jetzt... So... Ja, was mache ich denn jetzt weiter? Ich muss immer noch Ethylen machen. Das heißt, ich brauche Sulfuric Acid und Ethanol. So. Ethanol wäre, glaube ich, das einfachste über eine Still, aber das ist blöd. Ich möchte das Ethanol eigentlich gerne haben. Dampf und Ethylen, ja, danke. Okay, ich habe gerade mal so nachgeguckt, wo man Ethanol draus machen kann. Ich lese mal vor. Fermented Biomass, Korn, Doppelkorn, Wodka, Rum. Okay. Rum. Ja, die Frage ist jetzt, wie kriegen wir am besten Ethanol? Also tatsächlich sehe ich nur die Möglichkeit über eine Distillery. Und wie kriegen wir Biomasse zusammen? Nein, das ist doof. Also ich habe mich perfekt vorbereitet, wie man sieht. Ich bin eigentlich nicht davon ausgegangen, dass das so sehr anders ist. Wir müssen anscheinend einen Pyrolyseofen bauen. Yep. Ja, das kann nicht sein.
Gut, wie bekommt man Sulfuric Acid? Gehe ich erstmal das durch. Auch wieder in eine Distille, wenn man will. Okay, ich glaube, ich muss mich da wirklich nochmal ein bisschen mehr einlesen, wo man den Kram herbekommt. Dann würde ich sagen, dann nehme ich jetzt einfach nochmal ein paar Minuten in die Hand und gehe noch ein paar Quests durch. Also, ja, ich glaube, ich fange mal von unten an, ausnahmsweise. So, Kill All The Things. Die Kill All The Things Quest, die claim ich tatsächlich zwischendurch auch mal mit. Also nicht, dass man sich wundert, warum hier manchmal ein paar mehr sind, manchmal ein paar weniger. So, gut, da muss man ein bisschen mehr lesen, habe ich gerade keine Lust drauf. Habe ich eigentlich nie Lust drauf. Streng genommen. So. Ja, weil diese ganz großen Quests, die muss ich halt in Ruhe durchlesen und dann mal mir genau angucken. So. Twilight Forest, Garnavit, bla, ihr könnt jetzt zum Kobold oder auf Koboldite. Ja, das weiß ich. Bla 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 bla. Gut, Lootback. Gut, dann haben wir tatsächlich das Bee Breeding. Tada! Wir haben schon wieder keine Copperwire! Tobi, wo sind hier die Vorräte? Geil. Die Beschreibung von der Excited Bean. Du könntest für dich selbst denken, dass es ein sicherer Weg und sicherer und einfacher Weg ist oder eine Biene ist, um Redstone zu geben. Ja gut, es gibt ebenfalls zerstörerische Lichtblitze, also ganz normale Blitze halt. Du möchtest sie sehr weit weg von dir platzieren oder in einem Creeper-Spawner, um es Charge Creeper draus zu machen, für, sagen wir mal, Experimente. Okay. Ach, ich liebe diese Questbeschreibung. Was ist das denn? Shit. Ja, gut. Diebees obviously provide dyes. Danke! bla bla bla. Okay, gut. Fruit, yep, passt. Wie krieg ich das Jetpack wieder aus? Hilfe! Keine Ahnung. Gut, da ist auch keine extra Beschreibung. Na, guck mal hier, das ist vielleicht was für dich. Nein. Arm drauf. Arm drauf! Mann. Nein! So, ja, passt. Dann. Oder halt meine Farm Controller. Also, how to be, was haben wir hier? Okay, da ist auch wieder ein bisschen mehr Text. Genau, das ist quasi auch so ein Analyzer-Teil. Bealizer haben wir schon vorgestellt, vernünftig. Bla bla bla. Genau, also die Tropical Bienen, die geben Poison eigentlich, aber man braucht sie für die Silky Combs. Da wir die Silky Combs brauchen, um uns einen Bienenschutzanzug zu bauen. Ich krieg schon wieder Schluck auf. Buh. Dein Ernst? So, was haben wir hier? Boah, warum ist das immer alles so viel Text? So. Text. Ja. Genau. Stimmt. Das wollte ich auch noch einmal kurz zeigen. Und zwar, man kann die Combs entweder in eine Zentrifuge klein machen. Das habe ich auch schon recht viel gemacht. Oder aber man packt die Dinger in die normale Zentrifuge rein, wo man tatsächlich 100% Dropshocks hat. Also in der Zentrifuge hat man beides 100% Dropshocks, in der Electric Centrifuge, also der von GregTech, nur 90%. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum das ist und wer sich das ausgedacht hat, aber ja.
Warum ist jetzt eigentlich meine Kiste komplett vollgemüllt? Das ist deine hier. Das ist nicht alles von mir. Ja, auch nicht. Ausnahmsweise. Gut, dann kommt hier noch eine Kiste zu. Nein, ein zweiter Tobi. So. Nein. Ja, doch. Ich habe Resonating Hive bekommen. Oh. Ein Hopper. Drei Strings. Besonders wichtig. Nochmal ein Apiary. Nee, du hattest auch das Shirt bekommen, oder? Den Anzug, ja. Ne. Ja, also noch mehr Krempel, was wegsortiert werden muss. Flame freut sich. Hurra. Gut, wir haben... Warte, was? Oh, du hast Duct Tape bekommen. Das ist super. So. Wir haben theoretisch den Extruder jetzt bekommen. Den... Ja, wir haben hier keinen Platz mehr. Ja, ich würde sagen, den bauen wir jetzt einfach gleich im Kurz-Offscreen auf. Es ist halt nicht schlimm. Ist ein neues Kabel machen, hier ein bisschen was alles umstellen. Und quasi hier noch mit hinstellen. Und Hopper und so weiter dran packen. Und der Extruder an sich, habe ich ja schon gezeigt, funktioniert einfach, indem man sozusagen Ingots durch die Form presst. Kann man das so sagen? Kann mich jemand töten? Können wir das gleich machen. So, gut. Aber ich würde sagen, vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt. Lasst Kommentarbewertung da. Etc. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.